gerade mitten im Walmart und es ist kurz vor Halloween, also 2 Wochen vor Halloween. Und ja, ich fotografiere jetzt mal ganz viel, weil ich glaube, es macht mehr Sinn, Fotos zu machen, als wenn ich jetzt komplett durchlatsche. Und ich mache jetzt mal über dem Walmart Fotos und zeige euch mal, was für kranke Sachen es in diesem Land doch alles gibt. Viel Spaß! Und sie kosten 5,74 $. Nee, warte, 5,47 $. Ja. So sieht's aus. In Amerika ist es so, dass man sich so ziemlich alles, was es für Medikamente gibt, alles im Walmart holen kann. Übrigens hier, Riesenpackung Listerine. Ganz schön groß, ne? Und man kann sich alles im Walmart holen. Es gibt es gibt einfach alles. Für jede Art von Krankheit, sei es Erkältung, sei es einfach nur Schnupfen, sei es Kopfschmerzen, gibt es hier alles.
Also diese Cracker ist zum Beispiel meine Host-Family immer. Ich finde sie ganz eklig. Sie sind einfach nicht nur fad und schmecken nach nichts. Aber meine Host-Mom kommt jeden Abend nach Hause, isst davon gefühlte 500 Stück mit Käse und fühlt sich dann ganz toll und denkt, sie ernährt sich gesund. Dieses Zeug, meine lieben Leute, ist einfach nur unglaublich lecker. Und ich glaube, ich kaufe es mir jetzt. Das ist Hershey-Schokolade. Das ist im Prinzip so wie bei uns Milka oder Rittersport. Aber die schmeckt überhaupt nicht gut. Ich habe sie einmal ausprobiert und hatte Zuckerkristalle in der Schokolade. Also das ist ja wohl alles. Kann man nicht essen, das Zeug. Hier befindet sich ganze 1,25 Kilo drin. Ich will hier noch was loswerden. Das hier nennen die Original Bratwurst. Das ist ja leider nicht. Und mein Host kam einen Abend bei mir an und sagte, er hätte deutsche Bratwurst. Und dann hat er mir die gezeigt und ich musste ihn leider enttäuschen und sagen, es sind verschiedene Sorten von Bratwurst, die ich leider nicht esse. Es steht drauf, French Bread. So viel zum Thema Baguette, ne?